Eren Jaeger ist die Hauptperson aus dem Manga und Anime Attack on Titan. Ein naiver Junge, welcher nur in Schwarz-Weiß denken kann und natürlich die Welt retten will. Und wie wir anhand von anderen Serien bereits gesehen haben, wird Eren als Hauptperson bestimmt in Zukunft zu einem wunderbaren Charakter, der die Menschheit anführt und rettet. Nicht wahr? Tja, nicht ganz, denn ich glaube, ich habe vergessen zu erwähnen, dass Attack on Titan kein Shonen-Anime ist, sondern buchstäblich die Hölle auf Erden. Und falls ihr Eren auf diesem Bild hier sucht, das ist Eren. Eren, der als naiver Junge gestartet hat, welcher die Menschheit retten will, entwickelt sich zu einem riesigen, knochenartigen Titan, welcher wortwörtlich 80% der Menschheit ausrottet. Wie zur Hölle passiert das? Wann passiert das? Wie konnte Eren zu so etwas werden und wo hat eigentlich alles begonnen? Um diese Frage zu klären, schauen wir uns in diesem Video einmal die gesamte Geschichte von Eren Jaegers Leben an und klären hinterher die Frage, wie sich Eren eigentlich verändert hat oder ob er sich überhaupt verändert hat. Beginnen wir mit Eren als kleines Kind. Eren fühlt sich von der Außenwelt abgeschottet und wie in einem Vogelkäfig gefangen. Er bewundert den Aufklärungstrupp, da dieser für die Freiheit der Menschen kämpft und Eren diesen beitreten will, um die Welt da draußen zu sehen. Als Erens Mutter allerdings vor seinen Augen gefressen wurde, schwört Eren, dass er jeden Titan auf der Welt ausrotten will. Erens Weltbild ist hier also ganz klar in Schwarz und Weiß aufgeteilt. Als Eren noch ganz klein war, hatte er keine Probleme damit, ein paar Einbrecher zu töten. Schon damals hatte er mit den Gedanken gespielt, dass wenn jemand ihm seine Freiheit raubt, er deren Freiheit raubt. Und so denkt er auch über die Titanen. Er will frei sein und sich für seine Mutter rächen und jeden Titan auf der Welt ausrotten. Bei Erens Ausbildung prägt er seine Sicht auf die Titanen stark und zeigt dies nicht nur sich selbst, sondern auch allen anderen, dass er bereit ist, für die Freiheit der letzten verbleibenden Menschen zu kämpfen, um schließlich die Freiheit der Menschen zurückzugewinnen. Zu diesem Zeitpunkt ist Eren also noch sehr naiv und voller Tatendrang und gibt daher nicht auf. Er ist voller Hoffnung und will diese Welt verändern. Beim Kampf um den Bezirk Trost wird Eren allerdings mit der puren Realität konfrontiert, denn sein Tatendrang und seine Hoffnung werden hier von einem Titan komplett zunichte gemacht. Denn in der Welt von Attack on Titan ist es egal, ob man Hoffnung oder einen starken Willen hat. Er sieht nur zu, wie sein Team nach und nach von den Titanen gefressen wird und um Armin zu retten, wird er sogar selbst von einem gefressen. Eren weiß hier also, dass er nichts ausrichten konnte, denn im Magen des Titanen wird Eren sich bewusst, dass er sterben wird, ohne auch nur einen einzigen von ihm besiegt zu haben. Durch die Verletzung, Verzweiflung und seinem Zorn, welche er in diesem Moment durchlebt, verwandelt er sich erstmals in einen der neuen Titanen und tötet in einem traumähnlichen Zustand viele andere Titanen. Als er aus diesem Zustand wieder aufwacht, wird Eren von einer Reihe von Soldaten bedroht und für Eren ändert sich hier sein Weltbild erheblich. Er wird nun, ohne zu wissen, was vor sich geht, als ein Titan gesehen, einer von den Titanen, welcher Eren selber bis auf den Tod verabscheut. In Eren geht also sehr starke Verwirrung durch den Kopf, doch obwohl er nicht weiß, was los ist, fällt ihm wieder der Schlüssel ein und damit fasst er sich mit neuer Hoffnung. Doch wenn das schon nicht genug ist, wird später durch Kommandant Pixis wortwörtlich die Hoffnung der Menschheit auf Eren gesetzt, indem er das Loch in den Bezirk Trost mit seinen Titanenfähigkeiten schließen soll, welche er zu dem Zeitpunkt nicht kontrollieren kann und daher viele Leute wegen ihm in den Tod getrieben wurden. Nach den Ereignissen in Trost findet sich Eren innerhalb einer Zelle wieder und später inmitten eines Gerichtssaals gedemütigt an einer Stange gekettet, in dem verhandelt wird, wie mit Eren vorgegangen wird. Dort wird Eren erstmalig klar, dass er seine Menschlichkeit vor den Augen aller anderen verloren hat. Er wird hier wie ein gefährliches Objekt behandelt, so wird darüber verhandelt, ob Eren entweder getötet werden soll oder man ihm, oder besser gesagt seine Titankräfte nutzen könne, um gegen die Titanen zurückzuschlagen. In dem Moment, als Eren erfuhr, dass er als Titan versucht hat, Mikasa zu töten, dreht er durch und will unbedingt der Welt zeigen, dass er kein Monster ist und für die Freiheit kämpfen kann. Eren wird hier also dem Aufklärungstrupp untergeschoben. Da Eren weiterhin das Schicksal der Menschheit aufgetragen wird, ist nun das nächste Vorhaben, Erens Heimat vor den Titanen zurückzuerobern, indem er auch das Loch in deren Mauer füllt, um in seinen Keller die Wahrheit zu finden. Auf der Expedition zum Testen der Strecke und um zu entscheiden, wie weiter mit Eren vorgegangen wird, stellt sich jedoch der weibliche Titanin in den Weg. Dabei muss Eren die Entscheidung treffen, ob er sich selbst vertraut und als Titan gegen den Weiblichen kämpft oder er seinen Kameraden vertraut. Er vertraut hier seinen Kameraden, welche leider alle durch seine Fehlentscheidung getötet werden. Eren macht sich hier also große Vorwürfe und merkt, dass er niemanden außer seinen eigenen Fähigkeiten vertrauen darf. Er dreht komplett durch, verwandelt sich in einen Titan und kämpft gegen den Weiblichen, wird allerdings besiegt, gefressen und musste sich sogar schändlich von Mikasa und Levi retten lassen.
Allerdings geht es danach mit Erens Gefühl nicht wirklich gut weiter, denn nachdem Annie als weiblicher Titan entlarvt wurde, kann Eren hier immer noch nicht glauben, dass Annie sein Feind ist. Denn Eren, der zuversichtlich alle Titanen ausrotten will, muss hier also seinen Kameraden töten, um seine Kameraden zu retten, und versteht nicht, wieso Annie so etwas tun würde. Wegen seinem Zögern bringt er seine Leute auch in Gefahr, bis er schlagartig durch Mikasas Worte wieder realisiert, dass diese Welt grausam ist. Eren verwandelt sich also zu einem Titan und drängt Annie in die Ecke. Nachdem Annie mehr oder weniger gefangen wurde und Eren es gerade mal innerlich überstanden hatte, die Wahrheit über Annie zu verkraften, bricht wenige Zeit später bereits der nächste Nervenzusammenbruch aus. Denn sie fanden raus, dass Berthold sowie Rainer aus derselben Gegend kommen wie Annie und daher die Chance, dass diese auch Titanen sind, sehr hoch ist. Eren möchte dies natürlich nicht glauben, doch selbst als Rainer sich auf der Mauer erkenntlich zeigt und Eren verzweifelt anbettelt, mit ihm zu kommen, kann Eren ihn immer noch nicht glauben, bis er mit ansehen muss, wie sich beide in die Titanen verwandeln, welche damals das Loch in Erens Heimat verursacht haben. Man sieht Eren hier an, unter welchen Qualen er die Wahrheit akzeptieren muss. Dabei wird ihm wieder einmal bewusst, dass er niemandem vertrauen darf und diese Welt grausam ist. Mit aufgezürnten Emotionen begibt sich Eren in den Kampf mit Rainer, doch auch wie beim letzten Mal konnte Eren nichts ausrichten und wurde von beiden schließlich entführt. Als Eren wieder zu sich kam, befand er sich in einer aussichtslosen Lage, in welcher er weder kämpfen noch generell etwas ausrichten konnte. Geleitet mit dem Zorn auf Rainer und Berthold sind Erens Emotionen so sehr verwirrt, dass er komplett vergessen hat, wieso er Soldat geworden ist und den beiden einen qualvollen Tod wünscht. Aber im gleichen Moment erfährt er auch von Ömir, dass die zu töten nichts ändern wird und weder die Titanen noch die beiden der wahre Feind sind. Eren wird hier also in Zorn und Unklarheit gelassen, wer der wahre Feind ist, gegen den er kämpft. Wenn das Ganze nicht schon schlimm genug wäre, taucht inmitten des Schlachtfelds, in welchem der Aufklärungstrupp gegen Rainer und Berthold kämpft, der Titan auf, welcher damals für den Tod von Erens Mutter verantwortlich ist. Als Hannes sich diesem Titan gegenüberstellt, musste Eren verzweifelt dabei zusehen, wie auch Hannes grausam von diesem Titan gefressen wird. Wieder einmal macht er sich bewusst, wie grausam diese Welt ist und dass er nichts ausrichten konnte und kauert verzweifelt und mit Trauer sowie Hass am Boden. Er ist so verzweifelt in dieser Situation, dass er, um Mikasa zu beschützen, den Titan mit bloßer Faust entgegenschlägt und löst dabei erstmalig die Kräfte des Urtitanen in ihm aus und befiehlt daher unterbewusst mit einem lauten, verzweifelten Schrei, alle Titanen in der Nähe, den Titanen zu vernichten, und befiehlt den Titanen später auch noch Berthold und Rainer zu attackieren. Eren wird schon wieder entführt, aber dieses Mal von der Militärpolizei und mit Historia zusammen. Im Untergrund der Kirche wird ein Teil von Grishas Erinnerung durch die Berührung von Historia zurückgeholt und er sieht zu, wie sein Vater fast die gesamte Königsfamilie ausgerottet hat, den Urtitan an sich gebracht hat und schließlich Eren in einen Titan verwandelt hat, um sich selber von ihm fressen zu lassen. Eren erfährt ja auch, dass die wahre Kraft des Urtitan nur von jemandem der Königsfamilie benutzt werden kann. Daher ist Eren komplett am Ende. Alle Opfer in der Vergangenheit sind nur passiert, weil sein Vater damals den Urtitan gestohlen hat. Und wenn Historia ihn frisst, kann sie die Hölle endlich beenden. Daher bettelt Eren sie regelrecht an, von ihr gefressen zu werden. Er will nicht mehr und kann nicht mehr. Er will einfach nur noch für das bezahlen, was sein Vater damals getan hat. Als Historia jedoch merkt, dass die Königsfamilie nie etwas für die Menschheit getan hat und dies auch nie wollte, weigert sie sich hier und befreit Eren. Doch Rod Reis, Historias Vater, ist schnell genug und verwandelt sich in einen riesigen Titan, der die Höhle zum Einschutz bringt. Wieder einmal steht Eren vor der Entscheidung, seinen Kameraden oder auf seine eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. Da Eren aber gelernt hat, nur auf sich selbst zu vertrauen, stürmt er hier los und frisst intuitiv eine Ampulle und kann so zum allerersten Mal seine Freunde vor dem Tod mit Hilfe der Verhärtung beschützen. Auf dem Weg nach draußen bekommt er dann nach langer Zeit wieder das Gefühl von Hoffnung, weil dort die Theorie aufgestellt wird, Erens Vater habe dem König den Urtitan entzogen, weil er damit die Menschheit von den Freiheitsvorstellungen des ersten Königs retten will und dass sich eine Möglichkeit, dies umzusetzen, im Keller von Erens Haus befindet. Eren sowie der Aufklärungstrupp machen sich nun auf den Weg nach Shiganshina, damit durch Erens neu erweckten Fähigkeiten das Loch in der Mauer gestopft werden kann. Dabei kriegt der Aufklärungstrupp das erste Mal richtige Anerkennung und Jubel. In Shiganshina angekommen, verhärtet Eren das Loch von damals und liefert sich mit Rainer einen Kampf. Als Berthold das Schlachtfeld ebenfalls betritt, schafft es Eren zusammen mit Armins Ablenkungsmethode, Berthold aus den kolossalen Titanen rauszuschneiden. Danach trifft Eren auch das erste Mal auf seinen Halbbruder Sieg, jedoch sind Erens Gefühle in dem Moment auf etwas anderes gerichtet. Um Berthold zu besiegen, opferte Armin sein Leben und liegt kurz vorm Sterben.
Da Erwin hier ebenfalls kurz vorm Sterben liegt, muss entschieden werden, wer schlussendlich Berthold frisst und überlebt. Dabei fällt die Wahl allen Anschein nach auf Erwin, was Erin so wütend macht, dass er sich sogar gegen den Aufklärungstrupp stellt. Denn Armin ist ihm in diesem Moment wichtiger als alles andere. Doch seine Verzweiflung legt sich langsam, als Erin sieht, dass Levi sich doch für Armin entschieden hat und er zusammen mit den anderen weiterleben kann. Im Keller angekommen, erfährt Erin nach so langer Zeit endlich, was es mit seinem Vater und den Titanen auf sich hat. Sein Vater stammt nämlich von außerhalb der Mauern und man erfährt hier, dass es zwei Arten von Menschen gibt. Einmal die Eldia und einmal die Mali. Die Eldia sind die Nachkommen von Ymir Fritz, welche vor 1820 Jahren mit den Titankräften in Berührung kamen. Als Ymir starb, teilte sie ihre Titanfähigkeiten in 9 Titanen auf, welche die Mali, die ganz normale Menschen waren, 1700 Jahre lang unterdrückten. Als die Mali dann anfingen, mit einigen Titanwandlern zu kooperieren, kam es zum Gegenschlag und König Fritz entschied sich freiwillig mit seinem Volk auf eine Insel zu fliehen. Dort errichtete er die Mauern und schloss den Nichtangriffspakt mit den Mali. Er hat die Erinnerung aller Eldia so manipuliert, dass diese sich ja nichts mehr von außerhalb der Mauern erinnern konnten. So wollte König Fritz seinem Volk ein friedliches Leben in Sicherheit gewähren. Allerdings konnten nicht alle Eldia auf die Insel fliehen. Einige verblieben in Mali und lebten dort weiter. Erins Vater Grisha Jäger war ein Eldia, welcher in Mali aufgewachsen ist und somit unter Vorurteilen seiner Vorfahren aufwuchs. So wurde er, so wie viele andere, wie Müll und Teufel behandelt. Er erkannte dies, als seine Schwester von den Mali-Hunden getötet wurden, einfach weil er mit ihr außerhalb des Gebiets gehen wollte, verstand die Bedeutung dessen aber erst viel später. Irgendwann in erwachsenen Jahren trat Grisha einer Organisation bei, um die Eldia wieder auferstehen zu lassen und gegen die Mali zurückzuschlagen. Dazu wollten sie die gewaltige Kraft des Urtitan benutzen, welche im Besitz des Königs innerhalb der Mauern ist. Da der König es aber ablehnte zu kämpfen, war es sein Plan, den Urtitan zu stehlen, indem er seinen Sohn Sieg vom königlichen Blut zum Krieger ausbilden lässt, damit dieser den Urtitan von der Insel stehlen konnte. Als sich aber sein eigener Sohn gegen ihn stellte, wurden alle, so wie seine Frau Dina, zu reinen Titanen verwandelt und auf die Insel losgeschickt. Er selbst erbte in diesem Moment den attackierenden Titan von Kruger und machte sich selbst auf zur Paradiesinsel, um eine Familie zu gründen und um den Urtitan zu stehlen. Erin erfährt hier also, dass die Titanen, gegen die er die ganze Zeit gekämpft hat, eigentlich nur hilflose Eldia waren, welche von Mali unterdrückt und gegen ihren Willen zu Titanen gemacht wurden. Ebenfalls erkennt er hier, dass die Feinde die Menschen außerhalb der Mauern und damit die ganze Welt ist. Erin, welcher nach Freiheit strebte und darum kämpfte, realisiert, dass solange es Menschen außerhalb der Mauern gibt, er nicht frei sein könne. Später bei der Audienz im inneren Distrikt merkt Erin, dass er damals, als er die Kräfte des Urtitan erstmalig kurz benutzen konnte, mit Dina, der ersten Ehefrau von Grisha, in Berührung kam. Er stellt hier die These auf, dass wenn ein Titan vom königlichen Blute mit ihm in Berührung kommt, er dem Pakt des ersten Königs entkommen könnte und die Kräfte des Urtitan frei benutzen könne. Lässt diese These allerdings für sich, aus Angst, Historia könnte vom Militär dafür geopfert werden. Bei der Medaillenzeremonie zur erfolgreichen Rückeroberung der Mauer Maria küsst Erin Historias Hand und triggert damit die wahren Fähigkeiten seines attackierenden Titanen. Er sieht hier in einem Augenblick die gesamte Zukunft durch die Vergangenheit von Grishas Erinnerung. Da man über den attackierenden Titan die Erinnerung späterer und früherer Besitzer sehen kann, hat Grisha in der Vergangenheit die Erinnerung von Erin aus der Zukunft gesehen. Dabei wurden diese Erinnerungen Teil von Grishas Erinnerung, weswegen Erin durch Grishas Erinnerung gesehen hat, was er in Zukunft tun wird. Dabei sieht er nicht nur, wie er 80% der Weltbevölkerung durch brutalste Weise zerquetscht, nein, er sieht ebenfalls, wie er Grisha in der Vergangenheit manipuliert hat. Er sieht also, wie er Grisha regelrecht dazu zwingt, die Reis-Familie bis auf Rod Reis zu töten, nachdem er daran Zweifel hatte, und wie er ihn befiehlt, sich von ihm später fressen zu lassen, um ihm beide Titanen zu übertragen. Erin wird hier auch bewusst, welche Entscheidung in Zukunft zu welchem Ergebnis führen wird und den wahren Grund für das Grauen der Titanen. Nachdem er all das gesehen hat, hat sich Erin verändert. Denn durch das, was er gesehen hat, ist sein Sinn für die Zeit komplett durcheinander geraten. Er sieht nicht mehr, was gerade passiert, sondern nur noch, was passiert ist und was noch passieren wird. So ist er der Einzige, der sich nicht darüber freuen kann, den Ozean zu sehen,
weil er weiß, was mit seinen Feinden jenseits des Ozeans und generell in Zukunft noch passieren wird. Nachdem die Eldia Kontakt mit den Freiwilligen aus Mali geknüpft haben, hilft Eren sowie die Leute aus dem Aufklärungstrupp die Insel weiterzuentwickeln. Dabei reisen sie, sobald der Hafen fertiggestellt ist, erstmalig nach Mali für Verhandlungen gegenüber den Eldia, aber auch um Mali auszukundschaften. In Eren jedoch geht etwas komplett anderes vor sich, denn während er in der Stadt herumläuft, macht er sich selbstbewusst, dass er all die Jahre lang keinen anderen Ausweg gefunden hat und sich ganz sicher ist, all die Menschen, die er sieht, qualvoll umzubringen. Er weiß ja auch ganz genau, dass es vermutlich einfacher wäre, die Eldia auszurotten, da diese im Vergleich zur gesamten Welt nur ein kleiner Teil ist. Allerdings macht er sich hier deutlich bewusst, dass er schon immer den Leuten die Freiheit genommen hat, welche ihm seine Freiheit nimmt. Dabei sieht er, wie ein vermutlicher Eldia-Ausländer von dem Mali fertig gemacht wird. Eren will dazwischen gehen, doch weiß, dass sein Handeln kontraproduktiv ist, da in Zukunft sowieso alle wegen ihm sterben werden. Dennoch kann Eren hier nicht widerstehen und rette den kleinen Jungen. Später, als er ihn nach Hause gebracht hat, fleht er ihn mit Tränen in den Augen an, ihn zu verzeihen. Eren macht sich hier selbst fertig, was für ein Mistkeller ist, jemanden zu retten, den er in Zukunft auf grausame Art umbringen wird, und bricht den Tränen und Trauer auf die Knie vor dem Jungen und bittet ihn um Vergebung. Am Abend fragt er Mikasa eine wichtige Frage, welche die Zukunft schlussendlich entscheiden sollte. Doch als Mikasa antwortete, wusste Eren bereits, wohin ihre Entscheidung führen würde. Am nächsten Tag bei den Verhandlungen trennt sich Eren von dem Aufklärungstrupp und verbleibt in Mali. Nach dem Verbleib in Mali schließt sich Eren der Armee an, um mit Siegel in Kontakt zu treten. In deren Gespräch hört Eren von dem Euthanasieplan und beugt sich diesem äußerlich mit dem Hintergrundwissen, dass die Zukunft bereits feststeht, er aber Sieg für seinen Plan braucht. Am Tag der Kriegserklärung gegen die Insel Paradies trifft sich Eren und Rainer und halten sich im hinteren Bereich der Bühne auf. Dabei sagt Eren zu Rainer, dass er genau wie er ist. Seine Mutter starb damals, weil Rainer und Berthold die Mauer zerstört haben, doch Eren versteht es hier. Er versteht, dass sie nur Kinder waren und dass sie das taten, um die Welt zu retten. Für ihn waren sie damals die Bösen, doch für andere waren sie Helden. Daher meint Eren, dass er genau wie Rainer ist, denn er wird immer weitergehen, bis er jeden Feind ausgerottet hat. Mit diesen letzten Worten startet Eren den Gegenschlag an Mali, bei dem er auch den Kriegshammer Titan an sich nimmt. Nach dem Angriff wird Sascha von Gabi im Luftschiff erschossen und auf Erens Nachfrage ihrer letzten Worte musste er weinend lachen, da diese für ihn ein deutlicher Beweis waren, dass es nun keinen Zweifel mehr in der Zukunft gibt. Er lacht, weil er wusste, dass sie sterben würde und was ihre letzten Worte waren, und leidet innerlich sehr, dass er sie nicht retten konnte. Als Eren wieder innerhalb der Mauern im Gefängnis ist, macht er sich noch einmal im Spiegel bewusst, dass er kämpfen muss und immer weitergehen wird. Er befreit sich später aus dem Gefängnis, trifft sich mit Flocke, welcher die Jägerfraktion in Erens Abwesenheit gegründet hat. Dabei ist Flocke der Einzige, der weiß, dass Eren Sieg nur benutzt und dass Eren alle hinter den Mauern ausrotten will. Jedoch trägt Eren bereits hier innerlich noch ein ganz anderes Ziel in sich, welches er bisher noch niemandem erzählt hat. In dem Moment, in dem Eren seine Freunde wieder siegt, belügt Eren Mikasa und verprügelt Armin. Er sagt zu Mikasa, sie sei nur ein Sklave von ihrem Blut und dass er sie zutiefst hasst, weil sie nicht frei ist. Als Armin dann auf Eren losstürmt, erzählt er ihnen, dass er genauso wenig frei ist, da er ein Sklave der Erinnerung von Berthold geworden ist, und verprügelt ihn hier. Eren tut dies jedoch nicht, weil er die beiden wirklich hasst. Ganz im Gegenteil, Eren tut das, um seine Freunde gegen ihn aufzuhetzen. Er will, dass seine Freunde ihn hassen und innerlich nichts anderes, als von ihnen aufgehalten zu werden. Er will seine Freunde die Freiheit schenken und daher schmerzt es ihn innerlich sehr, seine Freunde von ihm wegzustürzen. Doch er weiß, dass er keine andere Wahl hat. Er muss das tun, um die Zukunft in Bewegung zu setzen. Als Eren sich nun im großen Kampf mit Mali befand, schaffte er es im letzten Moment durch die Berührung mit Sieg, die Kräfte des Urtitan zu aktivieren und trat dabei in die Pfade, den Ort von Ymir, der Gründerin, ein. An diesem Ort will Sieg Eren beweisen, dass sein Vater ihn, so wie ihn selber, all die Jahre lang manipuliert hat, und will Eren hier nicht aufgeben. Als er jedoch mit Eren durch die Erinnerungen seines Vaters schreibt, tut Eren das, was er bereits damals bei der Zeremonie gesehen hat. Er fängt an, Grisha, seinen Vater, innerhalb dieser Erinnerung zu manipulieren. Er überzeugt seinen Vater, den Urtitan zu stehlen und ihm auf sich zu übertragen. Er tut dies, weil es getan werden muss, weil es bereits passiert ist. Als Grisha in den Erinnerungssieg anfliegt, Eren aufzuhalten, wird ihm klar, dass es noch eine Zukunft gibt, welche bisher nur Grisha gesehen hat.
Eine schreckliche Zukunft, welche Sieg verhindern muss. Daher legt er Eren in Ketten und befiehlt Ymir, den Euthanasieplan durchzuführen. Doch Eren befreit sich aus den Ketten, rennt zu Ymir und überzeugt sie, seinen Plan umzusetzen. Das macht er nicht, indem er ihr das befiehlt, sondern indem Eren Ymir in Arm nimmt und ihr Leiden versteht. Eren ist hier der Einzige, der versteht, dass Ymir kein Gott ist oder keine Gründerin, sondern lediglich ein kleines Mädchen, welches sich von der Liebe an König Fritz nie befreien konnte. Selbst mit gottgleichen Kräften hat sie sich selbst nach ihrem Tod weiterhin als Sklavin gesehen und all die Jahre lang die Titanen erbaut und sie an die Eldar verschickt. Doch Eren versteht, dass sie keine Sklavin ist und stellt sie vor die Wahl. Die Wahl, ob sie immer weiter eine Sklavin bleiben will oder ob sie sich endlich von den Ketten befreien will. Mit diesen Worten schenkt Ymir Eren ihre Kraft und er verwandelt sich in den Urtitan und setzt die Walze intakt, um alle außerhalb der Mauern auszurotten. Nachdem die Walze von Eren einige Zeit intakt ist, macht Eren sich daran, über die Pfade mit all seinen Freunden zu reden, um ihnen seine wahren Absichten zu erklären. Im Gespräch mit Armin erklärt Eren, dass sein Ziel es nicht ist, die Welt auszurotten, sondern Ymir zu befreien. Er erklärt Armin, dass Ymir durch die Liebe zu König Fritz immer nur gelitten hat. Sie hat 2000 Jahre lang sich gewünscht, dass sie irgendjemand aus diesen Qualen befreit. Und dieser jemand ist Mikasa. Denn Eren hat keine Ahnung, was Mikasa tun wird, aber er weiß, zu was ihre Entscheidung führen wird. Denn Mikasa wird Ymir befreien und damit den Fluch der Titanen aus dieser Welt verschwinden lassen. Daher, dass Eren nicht weiß, wie das passieren wird, tut Eren hier alles, um dieses Schicksal einzuleiten. Deswegen hat Eren die Walze aktiviert, deswegen hat Eren seinen Vater manipuliert. Eren hat innerlich gelitten. Er weiß, dass alles in der Zukunft notwendig ist, um das Schicksal von Mikasa einzuleiten und um die Titanen aus der Welt zu schaffen. Er gibt ihr ebenfalls vor Armin zu, dass er von ihnen aufgehalten werden will. Denn Eren denkt, wenn die Teufel von Paradies den Urtitan besiegen und die Welt retten, werden sie bestimmt nicht mehr als Teufel gesehen und bestimmt ein besseres Leben haben. Er war so durch die Zukunft beeinflusst, dass er verzweifelt Armin, Mikasa und alle anderen von ihm gestoßen hat. Er will nicht mehr und er will auch nicht sterben. All die Qualen, die er verbreitet hat, tat er nur für die Zukunft. Selbst an dem Tag, an dem Dina als Titanform auf Berthold zuging, gab Eren zu, dass er es war, welcher Dina zu seinem Haus geschickt hat. Er hat seine Mutter in den Tod geschickt, weil er wusste, dass es notwendig war, dass Berthold überlebt. Nachdem er mit Armin fertig geredet hat, löscht er die Erinnerung an das Gespräch und macht als Teufel mit dem Angriff auf Mali weiter. Nachdem Erens skelettartiger Körper durch den kolossalen Titan von Armin in einer Explosion zerstört wird, verwandelt sich Eren in den kolossalen Titan und liefert sich einen letzten Kampf mit Armin. In diesem Kampf trifft Mikasa eine Entscheidung, denn sie versteht, dass es keinen anderen Ausweg gibt, als Eren zu töten, um das Grauen auf der Welt zu beenden. Mikasa tut hier also etwas, was Ymir nie für möglich gehalten hätte. Denn trotz ihrer Liebe zu Eren schafft sie es, sich zu überwinden und tötet Eren. Als Ymir sieht, wie Mikasa trotz ihrer Liebe zu ihm bereit war, Eren zu töten, versteht sie es endlich, wie sie sich aus den Qualen der Sklaverei befreien kann. Ymir hat durch ihre Liebe zu König Fritz nur gelitten, doch nun hat sie verstanden, dass trotz ihrer Liebe sie endlich frei sein kann. Sie löst sich von den Ketten und ihr Geist ruht nun in Frieden. Und damit verschwinden auch alle Titanen auf der Welt und die Eldar sind nun ganz normale Menschen wie die Mali. Ebenfalls können sich nun alle an das Gespräch mit Eren wieder erinnern und verstehen, zu was Mikasas Entscheidung geführt hat und warum Eren all das getan hat. Er weiß, dass auch nach seinem Tod die Welt immer Kriege haben wird, vertraut diese Welt aber seinen Freunden an. Eine Welt ohne Titanen. Kommen wir also nun zum Fazit auf die Frage hin, ob sich Eren wirklich verändert hat oder ob er schon immer der war, der er in der Vergangenheit und Zukunft war. Die Antwort darauf ist nein und ja. Eren ist Eren. Das war schon von Anfang an bis zum Ende hinweg. Er hat sich verändert, tut aber nach wie vor dasselbe, was er schon immer getan hat. Und zwar nach Freiheit streben. Auch wenn Eren damals naiv war, hat er da schon gemerkt, dass er und seine Freunde niemals frei sein könnten, solange sie in diesen Mauern eingesperrt sind. Dies hat sich auch nicht geändert, als er die Wahrheit hinter den Titanen erfahren hat. Denn da verstand er, dass er nicht wegen den Titanen, sondern wegen der Außenwelt nicht frei sein konnte. Er hatte also immer nur
nur ein Ziel: sich selbst und seine Freunde von den Kriegen und Kämpfen befreien. Und dieses Ziel hat sich auch nicht verändert, als Eren seine Zukunft gesehen hat. Denn hier kommt der Part, an dem viel Spielraum für Interpretation übrig ist. Denn als Eren sah, was er in Zukunft tun wird, was wegen ihm passiert, ist Eren komplett am Ende. Für ihn existiert die Zukunft sowie die Vergangenheit gleichzeitig. Und durch alles, was er erlebt hat, kann er nichts anderes tun, als weiterzugehen, weil dies das Einzige ist, was ihm bleibt. Doch wenn wir uns das mal genauer ansehen, versteckt sich hinter der gesamten Zukunftsgeschichte ein wichtiges Detail, was Eren und die Geschichte von ihm grundlegend ausmacht. Es stimmt zwar, dass er die Zukunft gesehen hat und deswegen tut, was er tun muss, aber diese Zukunft besteht nur, weil er es bereits getan hat. Er sieht, wie er all diese Menschen tötet, weil er und nur er bereit war, dies auch wirklich zu tun. Denn Eren ist kein Genie oder kein Gott. Er ist ein Junge, der nach Freiheit strebt und der seine Feinde ausrottet. Er rottet einen Großteil der Menschheit aus, weil er es tun will, weil er es bereits getan hat. Und auch wenn Eren selber hofft, dass er von seinen Freunden getötet wird, tut er das auch nur, weil er will, dass seine Freunde leben und eine Zukunft haben. Denn Eren hat sich schon immer für seine Freunde geopfert und war auch schon immer dazu bereit, sich zu opfern. Genau deswegen hat sich Eren nie wirklich verändert. Er war lediglich jemand, der nicht mehr unwissend in die Zukunft ging, sondern mit genauem Wissen, was vor ihm lag und was er zu tun hat, und war daher bereit, Dinge zu tun, die ihn zum wahren Teufel machen, um eine Welt frei von den Mauern und Titanen seinen Freunden anzuvertrauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.